Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ich knall gerade mit meinem Ellbogen überall gegen. Das macht Spaß, das mal absichtlich. Das ist so ein Freizeitprojekt von der Schule. Ist da von der Abendschule natürlich. Ich bin ja 59,5 Jahre alt inzwischen. Und ich möchte gerne die Waffen wechseln. Dankeschön. Und Leute, ich weiß, wie es gehen soll, aber effektiv geht es gerade nicht so wirklich. Ist halt theoretisch und praktisch. Theorie und Praxis sind immer ziemlich weit entfernt. Hä? Oh. Ich habe jetzt auch mal auf erweitertes Durchschalten geschaltet, womit man angeblich die besser oder schneller jetzt besiegen sollen können, Typen tun, mit den Flügeln hier auch besonders, und ich weiß aber nicht, wie man da erweitert durchschaltet. Ach so, glaube ich. Hä? Okay, das geht nicht wirklich effektiv. Soll es mich eigentlich reizen hier, oder was? Okay, Leute, den ersten Teil haben wir geschafft. Jetzt kann ich mal ganz kurz sagen, was wir machen müssen. Wir müssen, während sie da so komisch hockt, nach einem erfolgreichen Adrenalin-Move in ihren Kristall schießen. Was aber leider semi-klappt. Wisst ihr? Wisst ihr ja bestimmt auch noch vom letzten Mal. Der Part, der noch gar nicht hochgeladen ist, vor allem. Nein! Ja, cool. Ich hasse das. Warum erwischt die denn einen dabei noch? Laden wir denn überhaupt manuell nach? Ja, cool, was... Frag mich, was das soll, ganz ehrlich. Hä? Boah. Hä? Ja, cool. Ich frage mich, warum die denn dabei immer auf die Fresse fliegen muss. Bei dem Adrenalin-Move. Nein! Oh! Ich glaube, wir können gar nicht manuell nachladen. Wir haben gerade auf ihren Kristall geschossen. Ich hab's gesehen. Gut, ich weiß, wie gesagt, theoretisch ist ja ganz schön vielleicht, aber praktisch ist es ja nicht so effizient. Genauso wie gerade eben der Kreis war doch rot. So fahren wir nämlich auch noch nicht. Weiß und Rot kann ich vielleicht noch gerade so auseinanderhalten. Nein! Verstehe ich nicht. Verstehe ich ganz einfach nicht. Diese Unlogik ist einfach nicht zu übertreffen. Was sollte das denn jetzt? Genau, treffen mich einfach beim Adrenalin-Move. Wie unfair. Das macht mir vor allem keinen Spaß. Das macht einfach so keinen Spaß. Alter, warum trifft diese verfickte... Oh, Alter, ich werde so aggressiv hier gerade, ne? Ich glaube, ich muss mal Zink und Schlecken besonders trinken, essen, kauen, lutschen. Und dann einpennen. Oder eine Balsamico-Flasche trinken oder sowas.
Ist immer wieder das Gleiche. Genauso wie das gerade. Ich hab doch... Genau, für was soll die Zeit bitte reichen? Was haben wir da nochmal gesagt? Wie sie ihr Leben auch einfach wieder aufgebaut hat, ne? Seht ihr das? Hä? Genau, wechsel einfach nicht die Waffen, du dumme Bitch. Alter. Was soll das? Ständig trifft diese Olle mich. Einmal nichts anderes zu tun oder was? Vielleicht mal Hausputz machen oder so. Stinkt bei der zu Hause bestimmt. Nein! Ey. Warum kriegt sie mich denn immer? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es geht mir nicht in den Kopf. Entweder trifft sie mich. Ja, genau. Okay, ja, halt's Maul, ey. Lach mich da nicht aus. Genau. Genau, fairer geht's auch nicht. Oder was? Genau, schieß einfach nicht, weil diese Schlampe nachladen muss. Nein! Wie oft denn noch? Nein! Ohne Witz jetzt mal. Die macht es einfach nicht. Nein! Und dann bricht der Adrenalin-Move auch einfach immer ab. Genau, wie ich einfach immer gar nicht weiß, wo sie ist. Nein, Mist. Diese Olle, ey. Wie oft soll ich den dann noch rot treffen? Ohne Witz, wie kann man denn manuell nachladen? Das ist doch nervig. Oh, ich werd so wahnsinnig mit diesem Spiel hier gerade. Erweitertes Durchschalten für den Arsch.
Das Maus RG. Maus rechts, ja. Cool, irgendwie nicht. Okay, wir können anscheinend nicht nachladen. Stirbt doch jetzt endlich. Mir war auch in der letzten Folge schon klar, dass wir nichts falsch machen und dass das irgendwas mit ihrem scheiß Kristall im Rücken zu tun haben muss. Aber wisst ihr was? Die nimmt da oben einfach keinen Schaden. Wenn ich das jetzt nicht in einer gewissen Zeit hier schaffen sollte, dann, lade ich diesen Part hier auch gar nicht erst hoch. Weil ich das unsinnig finde, euch hier zu quälen mit dem Mist. Nein! Oh! Ja, steh doch auf! Hä? Genau, duck dich. Wie oft soll ich dich noch auf Rot drin, du? Genau, schieß nicht, schieß einfach nicht. Rot! Ja, und jetzt, es passiert doch nichts. Rot! Ja, okay, jetzt blieb sie zum ersten Mal irgendwie für eine Minute lang sitzen oder so. Ich lade, ich hau euch diesen letzten Part hier in Überlänge raus. Das ist mir nur egal jetzt. Auch wenn er zwei Tage ineinander dauert, ist mir egal. Auch wenn er 85.000 Tonnen groß ist. Tonnen besonders. Terabyte. Oder noch eine größere Einheit am besten. Haha, du bist ja lustig, du scheiß Nattler-Arsch. Bin gleich tot, falls du noch nicht gemerkt hast. Warum nehme ich dabei immer Leben? Warum erwischt sie mich immer? Es ist doch ganz klar auf Rot, das Feld. Oder bin ich so blind? Also Leute, mach ich denn irgendwas falsch bei diesem dummen Adrenalin-Move? Was kann ich denn da noch mehr falsch machen? Ich drücke, wenn's rot ist. Und das ist doch richtig. Drücke ich zu spät, drücke ich zu früh, ich verstehe es nicht. Es nervt nur noch. Es nervt einfach nur noch. Yeah!
bist du, du Olle? Au! Wehgetan. Voll in mein Auge. Au! Genau, wenn ich liege, geh nochmal drauf, hier du unfaires Weibstück. Hast du wohl einen Schuss nicht gehört hier, oder was? Wer ist sie denn? Genau, genau. Zimmer wieder auf mich drauf. Nein! Okay, ich mach was falsch. Okay, wie soll ich denn bitte über sie drüber springen, wenn jetzt mal einer sagt? Ach so! Ach so! Okay! Haha! Du olle Wurst! Jetzt bist du aber dran! Der Chemie-Sprit hat was Neues gelernt hier! Bis da Chabus wissen, wer da Babo ist und so. Du nicht, Nattla! Okay, penetriert oder ein Kreuz, bis es blutet. Oh, ich bring dich so um. Oh. Jetzt bist du dran, du hast mir zum letzten Mal hier gepiesackt. Immer in der Schule damals, immer in der Schule. Nein! Oh, Mist. Ja! Oh, oh. Mist. Ich hasse das. Aua. Was hast du denn schon erreicht? Ganz viel. Ich hab, ich habe Jura studiert und so. Ein Überrest von Atlantis. Deine Haare brennen. Ich werde andere finden. Du, Lara, du hast alles verloren. Oh, na klar, endlich. Hab ich nicht. Endlich. Deine Idee ist vorbei. Du wirst nicht mehr Atlantis reagieren und die Welt tyrannisieren und was weiß ich was. Du wirst einfach nur noch tot sein. Oh, Platsch. Jetzt wirst du gleich erschlagen, ist tot. Boah, Lara, schnell aufs Boot. Los, muss schnell weg hier. Wer fährt denn das überhaupt? Egal, fährt dich selber. Los, fahr schneller. Du hast zwar nicht das Skyon, aber du hast wenigstens dein Leben. Im Gegensatz zu Nattla, der ollen Schrullen. Der ollen Schrulle, der ollen Omsel, ja, der Kahlkopf,
brennenden Haare, Frau, keine Ahnung, was ich laber. Ich freue mich gerade ein bisschen. Wasser. Verlorene Insel. Endkampf. Benötigte Zeit 10 Stunden und 32 Minuten für das gesamte Spiel. Kills 10, Vorräte 19, Artefakte haben wir 1 von 4 gefunden, wir sind ja sehr schlecht. Und Reliquien, also ihr, ich nicht. Reliquien, gab's keinen und gemeinsames zum Beispiel nein. Filmsequenzen, Cheats, erneut Spiel, Musik, Galerie, Kommentare. Wenn die Fortschritte speichern, ja. Nein, Moment. Yeah! Spielstand 4. Speichern erfolgreich. Ja, Leute, und wir haben es geschafft. Wir haben zusammen Tomb Raider Anniversary durchgespielt. Oh, guck mal, Yu-Gi-Oh! Hat auch mitgespielt. Ah, ne, da steht noch Hugo. Und Jeff Duke, Johns, Hure, ne, Rude, Daniel, the Master of Throwing, Neuburger, Chris Stargill, Lead Character Artist, Chris Anderson, Character Artist, Daniel Becker, Object Artist, Gary Non, Manfield, Masaka, Shaway, Lee Wallet, Animator, Brandon Fernandez, Animation, Sean Burham, Ryan Goldsberry, Phil Caulfield, Barry Nerd and Jake Spence, Lead Visual Effects Artist Gavin Wood, Visual Effects Artist Joe Allen and Mike Oliver, Concept Artist Joe Bocomon, Ben Shala und Paul Sullivan und so weiter. Und so weiter und so fort. Ne? Wisst ihr, wir müssen ein bisschen Englisch mit einbringen. Ja, Leute, endlich haben wir es geschafft. Es war ja nicht immer ganz einfach. Story Designer Toby Gard, der hat da auch wieder irgendwie mitgewirkt. Der Macher vom ersten Teil, der dann irgendwie auf die falsche Seite, der auf die dunkle Seite der Macht gewandelt war oder sowas in der Richtung. Oh, guck mal, der ist Script Error. Hallo, Script Error. Ja, Leute, wir haben es noch tatsächlich geschafft. Wie gesagt, es war nicht immer einfach. Ich habe mich häufig genug aufgeregt und ihr bestimmt auch. Und ihr habt euch bestimmt tausendmal der Trommelfell erneuern lassen, weil ich es euch rausgeschrien habe. Das tut mir sehr leid, aber es ist ein bisschen ist es lustig. Ja, Leute, der Endkampf, naja, ich war ja so ein bisschen am Frusten, aber tatsächlich ging es doch mit der Rolle über Kopf und irgendwie wirklich nur mit der Rolle über Kopf, die wir vorher noch nie gemacht haben, die alte Nadler zu besiegen, sonst ging es tatsächlich nicht, wie wir ja gesehen haben, was ich ein bisschen schade fand. Man muss wirklich ausprobieren, Lara Croft wurde von Keely Horse gesprochen. Im Englischen Nadler von Grey Delight, Larson von Dave Rittenberg, Pierre von Jim Ward, Kit, wer auch immer das war, Phil Tenzini und Cole Dave Fernsey, Qualopec von Alistair Duncan, Tio Khan von Steve Blum, Richard Croft von Edward Hawkey, Guide Dave Barron und ganz vieles anderes Gedöns. Und Special Thanks natürlich an Miroslav Baranenko, Olga Baranenko, oh, bestimmt Mann und Frau, Dream Bayless, Erin Birdbaum, Jason Bell, John Chonek, Anthony Grissom, Alex Jones, Justin Lampersky, Dimitri Lim, bla 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 und bla bla bla. The Tomb Raider Anyways Development Team would like to thank our families, husbands, wives, children, significant others, pets and everyone else who helped us during the making of Tomb Raider Anyways. We could not have made it without you. Genau, besonders ohne die Haustiere, die dann irgendwie wahrscheinlich mal das Mauskabel durchgebissen haben oder so. Also die Musik, die fand ich auch sehr episch. Wisst ihr, das ganze Spiel war episch. Ich hab's vorher noch nie wirklich gespielt. Den ersten Teil ja, aber hier war ich irgendwann nicht weitergekommen. Ich glaube nach dem T-Rex. Aber wir haben ja wirklich gelernt, den Adrenalin-Move, oder das, ja doch, den Adrenalin-Move, schön und gut anzuwenden. Und deswegen denke ich auch, dass es da kein großes Problem darstellen sollte. Naja, Leute, ich glaube, ich bedanke mich dann mal. Also ich weiß es nicht genau, ob ich es tue, aber ich glaube, ich bedanke mich einfach mal. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt Let's Play irgendwas anderes. Hallo, so heißt die Reihe dann, Let's Play irgendwas anderes. Nein, ich hatte da schon so ein Projekt auf Lager, was ich auch schon aufgenommen habe. Mal sehen, ob ich es hochlade, mal schauen. Und natürlich wird Gothic 3 dann folgen und irgendwann, wer weiß, vielleicht steht es noch in den Sternen, also steht bestimmt noch in den Sternen. Aber vielleicht geschieht es ja, dass wir irgendwann nochmal einen anderen Tomb Raider Teil Let's Playen. Vielleicht mal das neue Tomb Raider 2013 mal weiterspielen, was wir ja mal begonnen haben. Begonnen, besonders Qigong und so. Ja, Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas mit Sashimi Sprite. Bis denn.